Münster scheint eine Beachvolleyball-Hochburg zu sein. Zum Auftakt der Smart Beach Tour auf dem Schlossplatz kamen an den drei Tagen über 32.000 Zuschauer und bereiteten den Sandspezialisten eine tolle Atmosphäre. Beflügelt von der Stimmung gewann bei den Frauen das favorisierte Duo Katrin Holtwig-Ilka Semmler das mit 40.000 Euro dotierte Turnier. Bei den Herren nahmen Alexander Walkenhorst und Stefan Windscheif nach einem packenden Finale den Pokal mit nach Hause. Und das ist der Sieg für Alexander Walkenhorst und Stefan Windscheif. Und was für ein Spiel, was für ein Finale. Sebastian Fuchs und Thomas Kaczmarek. Die Ehrenfinale gewonnen. Einer der Ultrakappen. Lieber war, da müssen sich geschlagen werden. Thank you.